in Tempelhof. Ja, hallo, ich bin Felix von 100% Tempelhofer Feld. Wie ihr hoffentlich alle wisst, machen wir derzeit ein Volksbegehren, um eine Entscheidung herbeizuwirken, dass alle Berlinerinnen und Berliner durch ein Volksentscheid über die Zukunft des Tempelhofer Feldes abstimmen können. Wir wollen das Tempelhofer Feld erhalten, weil es eine einmalige Freifläche ist, die sonst keine andere Stadt weltweit hat. Wir wollen das Tempelhofer Feld erhalten als Naherholungsgebiet, als Sportfläche, die frei zugänglich ist für alle sozialen und kulturellen Schichten. Auf dem Tempelhofer Feld wird jetzt suggeriert, dass dort Neubauwohnungen mit günstigen bzw. bezahlbaren Mieten gebaut werden sollen. Senator Müller hat sich bisher nur zum Tempelhofer Damm geäußert und hat dort in einer sogenannten Absichtserklärung erklärt, dass dort bezahlbares Wohnen entstehen soll. Dieses bezahlbare Wohnen wird aber zwischen 6 und 8 Euro netto kalt sein, das heißt ohne Nebenkosten. Das ist auf gar keinen Fall bezahlbares Wohnen. Deshalb sagen wir, lasst die Finger weg vom Tempelhofer Feld, bis sich auf politischer Ebene die Weichen anders gestellt haben, dass der soziale Wohnungsbau wieder vorangetrieben wird. Wir wollen auch das Tempelhofer Feld erhalten aus stadtklimatischen Gründen. Das Klima hier in Berlin wird natürlich auch durch die Klimaerwärmung immer wärmer und das Tempelhofer Feld ist ein einmaliges Kaltluftentstehungsgebiet und in den umliegenden Gebieten und weit in die Stadt wird der Luftaustausch dadurch gefördert. Das Tempelhofer Feld soll auch frei bleiben, damit dort weiterhin geschützte Flora und Fauna in Ruhe sich entwickeln können. Und das Tempelhofer Feld hat für viele Menschen hier in der Stadt eine ganz besondere Bedeutung, sei es die Luftbrücke, sei es das Kulturdenkmal des ehemaligen Flughafens und auch soll dort Raum geschaffen werden für das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Wir sammeln noch bis zum 13. Januar Unterschriften. Wir brauchen 174.000 Unterschriften. Das sind 7% aller Berlinerinnen und Berliner. Dafür brauchen wir eure Unterstützung. Bitte kommt bei uns vorbei ins Büro. In der Schillerpromenade 31 sind wir wochentags zwischen 17 und 20 Uhr vor Ort. Ihr könnt euch Listen abholen. Ihr könnt euch auch unter der Webseite thf100.de Unterschriften runterladen und selber im Freundes- und Bekanntenkreis sammeln. Vielen Dank.